Mein Name ist Cezar Strumnik, ich komme aus Polen, aus Stadt Chodzież. Ja, und wir sind jetzt nach dem Zeittraining, bin ich auf dem ersten Platz, auf der Position 1, so wie für Lauf Nummer 1 bin ich auf, ich werde auf Pole Position stehen. Ja, das ist ja schon mal eine gute Ausgangsposition für das Rennen. Wie lange fahren Sie schon Motorboot? Also ich fahre jetzt siebte oder achte, ich erinnere nicht so genau, aber denke achte Saison schon. Wie kommt man zum Motorbootrennen? Wie kamen Sie dazu? Also Chodzież, das ist eine kleine Stadt in Polen, so wie ein bisschen wie Trarbach hierher. Und wir haben jedes Jahr ein Motorbootrennen in Polen gehabt, in dieser Stadt. Und hat für diese Motorbootrennen immer angekommen ein legendärischer polnischer Fahrer, Waldemar Marszałek. Das ist ein sechsfacher Weltmeister. In die Geschichte, ja, also früher. Und das war mein Idol wenn ich ein kleiner Kid war, das war immer mein Idol. Und ich habe ja im 2009 angefangen mit Bootrennen, mit Bootfahren. Welcome in Germany, welcome in Trabach bei the Motorboat Race. Your name is? Wayne Moyes. Okay. And where do you come from? Lowestoft. Okay. And is it first time here? Yes. Yeah. And how do you like it? Excited, very excited. Yes. Yeah. It's a bit different to what I'm used to, so we come here for the experience and hopefully we can complete all our races safely. Okay. And how many persons next to your team? Nine of us come over. Okay. And can you say something about your boat? As a Carla, I've had it for about 6 months. I've only been racing for about 6 months now with it, so it's we're still getting used to it and trying new setups with it. Yeah. And you hope you can win tomorrow? No, not against Rasmus or Cesare, no. If I come in the top 10, I'll be happy. Welcome here in Trabach. What's your name? My name is Zester Slatis. Okay. And I'm from Latvia, yeah. You come from? Latvia. Okay. And is it the first time that you're here? No, this is actually second time I'm here, but last time race was cancelled, and to the second when it was replanted, rescheduled, I couldn't came here, but now, after a year, I'm again here and ready to race. Can you talk about something about your boat? This boat here, it's not actually my boat. This is Team 33, a boat from Germany. So this now is a mixed team, as German and Latvia. Okay. So this team was searching for a driver, and I couldn't let pass the offer, and I took the offer, and here I am to race together with Team Germany. Ah, okay. And what's the last race that you have here in Germany? This is my first. First in Germany, yeah. Okay. Trabach ist international besetzt. Hier haben wir den nächsten Gast aus woher? What's your name? James Marr. And you're coming from? Lowestoft in England. In England. Yep. Okay. Yep. How long was the trip to here? About 8 hours. About eight hours, yeah, come over by the ferry. Okay. And the first impressions from Trabach? Yeah, it's really nice here. It's a lovely course and a nice village and that. It's
Hallo, herzlich willkommen in Tram Trabach. Wie ist Ihr Name? Hallo, danke. Ich bin Miroslav Bazinski und komme in Slowakei. Aus der Slowakei. Ja. Sind Sie das erste Mal hier in Tram Trabach? Nein, dritte Mal. Das dritte Mal. Ja. Und Sie kommen immer wieder gerne hierhin zurück? Ja, gern zurück. Ja, ja. Okay. Wie ist das Training bisher gelaufen? Ja, ist gut. Training ist gut. Das nicht schnellste mein Boot, aber das ist gut. Fünfter Platz, Qualifikation, das ist gut. Wir haben auch Gäste hier in Tram Trabach aus Amerika. Welcome here in Tram Trabach. What's your name? My name is Billy Allen from United States, Massachusetts, Quincy, Massachusetts. Okay. You're the first time here in Tram Trabach? It is my third time racing in Germany, but my first time here in Tram Trabach, and yes, we really like it. Beautiful town. First impressions? The Germans have been very good to us. They helped us with our shipping and have been nothing but friendly, and we are having a great time so far. Okay. Can you say something about your boat? It took 5 weeks to ship the boats here, and we got them out of the container, and everything seems to be running okay. We're very happy with the way our O'Connor hulls from the United States are running, and I think we qualified in the top five. So we'll just have to take it from here and heat one and see how we do. How many turns do you have here on the Mosel? How many? Turns. You going to round? Six laps. Four heats. Four heats. Okay. So heat one and two today, heat three and four tomorrow. And your dream for tomorrow? Well, we hope to be on the podium. We hope in the top three we'll be very happy with a top three finish. We have two American boats here, me and Mike Ackerstrom, and if one of us can get on the podium, it would be a very successful trip for us. Okay. We wish you a good race tomorrow and the best that you hope. Thank you very much. Okay. Internationaler kann ein Motorbootsportrennen nicht organisiert sein, wie hier in Tram Trabach. Wir sind stolz, den nächsten Gast hier präsentieren zu dürfen. Your name is? Rasmus Haugasmäki. You're coming from? I'm coming from Estonia. It's almost 2,000 kilometers away from here, so it's a long drive. Okay. Is it the first time here in Tram Trabach? It's actually my third time. Last year in the Europeans I won it, and the year before it European as well, I won that race as well. Okay. And which class do you drive? I drive in Aussie 400, which is hydroplane classes, the starting class, and I've done it since 2009. And can you tell us about the boat? This specific boat has won four World Championships title before this race, so I think that's a really good connection with me and the boat, and that's how we are so successful. Okay. I've seen you coming out of the river, and you're very lucky. Yes, what do you feel now? I am lucky because I had crash just in the time training when we flipped with the boat. Fortunately, we get the engine fixed, everything is okay, and the drive was also okay. So I'm healthy, and we are going good. And for tomorrow, what do you dream from? I dream from getting my fifth consecutive World Championships title. Die Boote liegen am Steg und die Rennleitung hat schon die 2-Minuten-Tafel gezeigt. Es ist das dritte Prädikatsrennen hier in Tram Trabach in den letzten 3 Jahren. 2 Jahre ging es um die Europameisterschaft, die hier in Tram Trabach immer gewonnen wurde von
Rasmus Haugas-Mäcki, der insgesamt schon 3 Titel in der Europameisterschaft sein eigen nennen darf, die 77. Und er steht auch auf der besten Startposition. Er, der ja in den letzten 4 Jahren Weltmeister in der Klasse OSI 400 wurde. Und er hat jetzt alle Möglichkeiten, hier in diesem 3. von 4 zu fahrenden Wertungsläufen an diesem Wochenende den Titel jetzt schon sicher zu stellen. Rasmus Haugas-Mäcki, der siegte im 1. und auch im 2. Durchgang. Und Cezary Strumnik, der Pole, wurde immer an der 2. Endposition notiert. Sollte Haugas-Mäcki jetzt ausfallen, sollte Strumnik das Rennen gewinnen, dann würden die Karten ganz neu gemischt für den 3. Durchgang. Aber jetzt die Konzentration, 1 Minute noch bis zum Start. Und hier geht es über die Kurzdistanz der 6 Runden a 1200 Meter. Haugas-Mäcki, Strumnik auf 2, dann Miroslav Basinski, der Ungar auf der 3. Position, oder besser gesagt ungarische Lizenz, hat Miroslav Basinski. Das Boot erkennen wir gut in der orangen Lackierung, die orange Frontspitze. Das ist das Boot von Basinski, der Schnellstarter von gestern. Dann aus Amerika Billy Allen mit der Startnummer 16, der Drittplatzierte des Jahres 2010 und 2012, der all die Jahre da unterwegs war in der Weltmeisterschaft, der heute 55-jährige James Marr, der Brite, neben ihm mit der Startnummer 7. Und Rotlicht ist in Kürze geschaltet. Und dann kommt hier der Moment, wo der Reißer den Motor anzieht. Die Reißleine um die Schwungscheibe drüber gelegt. 400 Kubikzentimeter. Runde 38, 39 PS werden in diesem Moment frei. Und Haugas-Mäcki, der versucht sofort an der Spitze dem Feld zu entfliehen, hat Position 1 eingenommen. Und wir sehen auch einen Granatenstart der Startnummer 33. Und das ist Laxis Vitours. Der geht für eine Traben-Trabacher Mannschaft für das Team 33 rund um Olschimke an den Start. Und so nähert man sich dann zum ersten Mal der rechtsgelegenen Wendeboje. Viel Schwung außen herum hat man versucht mitzunehmen von der Konkurrenz. Wir sehen Miroslav Basinski auf der Innenlinie. Und in der Mitte dieser 3, die jetzt vorne die Spitzenposition eingenommen haben, ist es Rasmus Haugas-Mäcki. Basinski wechselt die Linie, rot ist draußen. Rennabbruch, das bedeutet, ein Boot hat sich irgendwo hier in den Fluten der Mosel abgesenkt. Und wenn ein Boot im Wasser sich überschlagen hat, der Fahrer im Wasser liegt, erfolgt natürlich sofort der Abbruch des Wertungslaufes. Rot ist draußen, Red Flag. Und damit die Unterbrechung des Wertungslaufes Nummer 3 der Klasse OSI 400. Wir checken einmal die Lage und versuchen herauszubekommen, um wen es sich hier handelt. Und es ist, mal schauen, ob wir es hinbekommen, die Startnummer 17, gelb-schwarz, die Farbe des Bootes. Dann müsste das Boot von Gregor Stepniak sein, dem Weltmeisterschafts-8. Des vergangenen Jahres. Und jetzt läuft das ganz normale Prozedere ab. Man geht selbst aufs Boot, aber lassen wir jegliche Spekulationen. 2 Boote hat es dort betroffen. Beide Fahrer sind, so erkennen wir das, absolut okay. Und sofort ist die Mannschaft von René Blümle vom DMYV-Rettungsteam hingefahren mit diesem Rettungsboot des Deutschen Mutterjachtverbandes. Das ist die Mannschaft, die in so maximal 20 Sekunden an jeder x-beliebigen Stelle des Kurses ist. Das Monsterboot, über 120 PS hat man hier zur Verfügung. Sofort geht man dann natürlich dorthin. Der Taucher geht ins Wasser. Das ist zunächst einmal dann die Personenrettung angesagt. Und wir haben den 2. Taucher, der dann die Sicherungsleine führt. Wir haben auf dem Boot Rettungsassistentin, wir haben den Rennarzt mit von der Partie. Und so ist man aktuell dabei, im Moment eben die beiden havarierten Boote im Wasser treiben zu lassen. Und die Fahrer, die sind jetzt an Bord des Bootes des Deutschen Motorjachtverbandes, werden zurückgebracht, werden dann kurz an Land durchgecheckt, dürfen jetzt natürlich an diesem Restart nicht mehr teilnehmen. Denn es gibt eben die Angabe, die oder diejenigen, die für den Rennabbruch verantwortlich sind, dürfen am Restart des Wertungslaufes dann nicht mehr teilnehmen. So sieht es im Reglement fest verankert aus, das Reglement der internationalen Behörde des Motorboot-Rennsports. Und sofort fahren auch schon die Schleppboote hoch, um die Boote an den Haken zu nehmen.
Und das Ganze soll zeitnah geschehen, denn die Rennleitung macht Druck. Hat schon einmal Richtung der Schleppboote gefunkt, hat gesagt, nehmt mal ein bisschen schneller Fahrt auf, fahrt hoch, holt die Boote an den Haken, zieht sie ein bisschen auf Seite, damit wir dann auch hier umgehend mit dem Restart beginnen können. Und die Teilnehmer gehen dann auch sofort hier wieder an den Steg zurück, nehmen Aufstellung und dann wird es hier meiner Einschätzung nach auch wieder in Kürze schon weitergehen. Und wir erkennen auch das Boot des Deutschen Motorjachtverbandes, was die beiden verunfallten Fahrer an Bord hat, die hier jetzt zurückgebracht werden zum Steg ins Fahrerlager. Und man beginnt bei den Teams, sobald die Boote zurück sind, auch sofort mit dem Trockenlegen des Bootskörpers. Das passiert ganz, ganz schnell. Ein bisschen hochgehalten, Wasser raus, geht einfach in der Klasse OSI 400. Dann muss der Motor trockengelegt werden. Und wir haben gestern gesehen, bei Rasmus Haugas Mekkis Team ist das mal innerhalb von einer knappen Dreiviertelstunde geschehen. Die haben dort wirklich die Finger fliegen lassen, denn Rasmus Haugas Mekki ging gestern ja auch baden, im wahrsten Sinne des Wortes, im Qualifying der OSI 400er Weltmeisterschaftsklasse. Und wir kriegen auch hier die Nachricht, wir sehen es auch noch einmal im Moment hier an der Rennstrecke, beide Fahrer absolut okay, werden jetzt hier rübergebracht Richtung Fahrerlager, kommt gerade noch eine kleine Unterhaltung, Rettungsboot mit dem Rennleiter. Also hier ist keinerlei Personenschaden passiert. Rasmus Haugas Mekki, der erste Sieger der ersten beiden Wertungsläufe. Cesare Strumnik, der in beiden Wertungsläufe den zweiten Platz einfahren konnte. Miroslav Baczynski, der wittert auch noch Morgenluft im Kampf um den Vize-Weltmeisterschaftstitel, der ja gestern einmal Dritter und einmal Vierter wurde. Und wir haben Billy Allen. Und das wird der spannende Kampf zwischen Billy Allen und Miroslav Baczynski werden, die ja beide einen dritten und einen vierten Platz vorzuweisen haben. Also es wird hier natürlich die Finalentscheidung heute noch ausgefahren werden. Der Restart des dritten Wertungslaufes steht in Kürze auf dem Programm. Und dann natürlich heute Nachmittag der Finallauf, Lauf Nummer 4. Ob dann allerdings ein Rasmus Haugas Mekki noch einmal antreten wird, das ist das große Rätselraten. Sollte Haugas Mekki den Titel hier in diesem dritten Lauf unter Dach und Fach bringen, ist es oft so Usus im Motorboot-Rennsport, dass ein Titelträger dann im Finallauf nicht mehr antritt, weil er sagt, zum einen, ich habe den Titel eingefahren, zum anderen möchte er sich aus jeglichem Kampf um die Vizemeisterschaft raushalten. Ja, ich habe gerade Rücksprache gehalten mit der Rennleitung, mit der Zeitnahme. Zum einen hat es betroffen den fünften des zweiten Durchganges, James Marr, dem Briten, der mit Start Nummer 7 hier unterwegs war. Der sechste der letztjährigen Europameisterschaft ist ja schon dabei gewesen im vergangenen Jahr hier in Traben-Trarbach. Und zum anderen, den habe ich eben schon auf den Monitoren erkennen können, Gregor Stepniak, der Pole mit der Startnummer 17, der im letzten Jahr in der Weltmeisterschaft den achten Platz einfahren konnte. Und was bedeutet das Ganze für uns? Wir werden einen Start erleben, den dritten Wertungslauf über die volle Renndistanz, da noch nicht eine Runde absolviert wurde. Und die Startaufstellung erfolgt jetzt nach dem Einlaufergebnis des zweiten Wertungslaufes. Also auch da hat sich überhaupt nichts verändert. Und wir sind jetzt beim Motorbootrennen, bei der 36. Auflage in Traben-Trarbach. Top organisiert die Veranstaltung. Weltmeisterschaft der Klasse OSI 400 und in Kürze geht's los. Die dritte Startposition. Das ist die Startnummer 2, Miroslav Baczynski. Und das ist ein Pilot, der ja auch schon viele, viele Jahre im Motorboot-Rennsport mit von der Partie ist. Baczynski, der 39-Jährige. Und es hat lange, lange gedauert, bis er erstmals Weltmeister wurde. Im Alter von 31 Jahren hat er seinen ersten Titel einfahren können. Das war im Jahr 2009. Wir haben neben ihm stehen die Startnummer 16. Das ist Billy Allen. Der kommt aus Westford. Das liegt in Massachusetts in Amerika. Die Boote der beiden US-Amerikaner, Billy Allen und die 8 Mike Ackerstorm, sind ja schon seit gefühlten 8 Wochen im Container über den Atlantik unterwegs gewesen, bevor man dann Anfang der Woche die Boote in Hamburg im Hafen abholen konnte. Man ist mit einer 9-köpfigen Delegation angereist und der Schwan zeigt sich noch einmal hier von seiner schönsten Seite. Dieser weiße Vogel, der möchte einfach noch einmal den Applaus der Zuschauer hier genießen, währenddessen die Fahrer langsam aber sicher die ersten Schweißperlen auf den Helm bekommen. Die stehen am Steg bereit, nervös
und angespannt, denn es ist die Weltmeisterschaft. Neben Billy Allen dann sollte stehen James Ma, der ist raus, und Gregor Stepniak, auch der ist raus. Das sind die beiden Booten, die eben sich hier in den Fluten der Mosel verabschiedet haben. Die siebte Position, die acht, das ist Michael Akkerstorm, der US-Amerikaner, der ja in den letzten Jahren auch in der Weltmeisterschaft am Start war, hat im letzten Jahr den sechsten und ein Jahr zuvor den fünften Platz dort belegen können. Wir haben dann Wayne Morse dabei, den Briten mit der Startnummer 28 hier in der Startaufstellung. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Typ, der 39-jährige Wayne Morse mit der Startnummer 28, ganz spät erst genannt für die Veranstaltung. Philipp Franz dabei für die Mannschaft von Olschimke Kaspari, ist er hier ja unterwegs. Olschimke Kaspari, das Racing-Team, wo man ja auch in diesem Team eine große Unterstützung findet von Claes, die Motorsportmannschaft, die er powert bei Tinas Automobile, an diesem Wochenende unterwegs ist bei der Weltmeisterschaft mit, wie gesagt, Philipp Franz, dem Freiberger. Wir haben Lars Dickfors, den Schweden, mit der Startnummer 40. Ein an und für sich noch unbeschriebenes Blatt. Dickfors, der Name, ist Programm, aber hier handelt es sich eben um den anderen. Ich nehme mal an, um den Sohn der Familie Dickfors. Jörg Kleinert müsste auf 11 stehen, der Traben-Trabacher, der ehemalige Pilot der 350er-Klasse, hineingeschnuppert hier in die OSI 400er. Und Laxis Viturs, das ist der Mann, der für die Mannschaft von Roland Olschimke im Team 33 an den Start geht. Teammanager Roland Olschimke, Teamchef Johannes Greff, Mechaniker Christian Stieler, Johannes Weber und Maximilian Jacobi und Klaus Olschimke, der Alte im Team, der schaut sich hier das Ganze natürlich mit Argusaugen an, analysiert das Ganze, und dann wird es nächste Woche natürlich eine kritische Betrachtung des Rennens geben. Dann überlegt man, was können wir verändern, um uns weiter vorne zu positionieren. Haben wir den richtigen Fahrer? Habt ihr? Keine Frage, denn mit der 33 haben wir immerhin den Weltmeisterschafts-11. des letzten Jahres. 2 Minuten noch bis zum Start, 2 minutes to go. Und jetzt wird natürlich hier noch einmal der Motor laufen lassen, dieser 400 Kubikzentimeter. Ich sage es mal so ganz erlaubt, Serienmotor namens Yamato aus Japan. Dort, wo man ja in Japan in dieser Klasse im Übrigen den ersten Weltmeister hatte im Jahre 1988. Seitdem gibt es die Weltmeisterschaft. Arai aus Japan war der erste Weltmeister, und es gab auch eine Deutsche namens Claudia Knape, die eine Weltmeisterin wurde, die einzige Dame, die bis dato sich mit einem Titel in der Weltmeisterschaft der OSI 400er schmücken durfte. Und hier aus dieser Gegend Oliver Lukas, der dreifache Weltmeister, der ist allerdings dann immer für die Nation Österreichs an den Start gegangen. Cesare Stromnik in der zweiten Position. Er möchte Haugas Mäki, nein, er möchte nicht, er muss Haugas Mäki, den Estländer, schlagen, um hier nicht schon die vorzeitige Titel Verteidigung von Haugas Mäki hinnehmen zu müssen. Baczynski in der dritten Position kam eben gut vom Start weg, wird auch er wieder hier vielleicht das Zünglein an der Waage spielen. Miroslav Baczynski, dessen Boot wir gut erkennen können mit der orangen Farbe, leuchtet es hier aus dem Teilnehmerfeld heraus. Dritte Position für Baczynski, und jetzt liegen natürlich die Nerven blank, speziell bei den Teamchefs, bei den Reisern, bei den Fördermitgliedern der einzelnen Nationen, denn die sind alle angereist hier, die Chefs der Nationen. Und jetzt ist es hier die Weltmeisterschaft, der dritte Wertungslauf an diesem Wochenende, der in Kürze freigegeben wird. Dann werden die Motoren aufheulen, werden angetrieben durch diese 3 Blattpropeller, diese kostenintensiven Teile an diesen Booten. Konzentration, und dann Konzentration natürlich auf die erste Boje. Bis dorthin darf man die Linie nicht verlassen. Man darf also nicht zickzack fahren. Man darf einfach nur die Linie halten. Rote Ampel geht an. Der Reißer geht in die Knie. Die Leißreine in seine Hand. Und jetzt kommt die Kraftentfaltung des Reißers. Wird rübergebracht auf die Schwungscheibe. Und dann dauert es nur noch Sekundenbruchteile. Der Start ist freigegeben. Und Haugas Mäki kommt gut weg. Und der Schnellstarter Miroslav Baczynski ist schon in der zweiten Position unterwegs. Und man gibt Cesare Stromnik ein klein wenig das Nachsehen. Stromnik kann hier die Pace nicht mithalten.
Ist das jetzt bereits schon die Vorentscheidung hier nach gefühlten 200 Meter in diesem 6-Runden-Rennen? 1200 Meter ist die Rundendistanz. Und jetzt geht es zum ersten Mal um die obere Wendeboje. Jetzt fiebert jeder mit, dass alles gut über die Bühne geht. Wir haben ja in diesem Moment nur noch, glaube ich, 10 Teilnehmer hier im Feld unterwegs. Die beiden Ma und Stepniak dürfen nicht mehr starten. Der, der verantwortlich war für den Rennabbruch, muss zuschauen. Das Feld kommt über die Gegengerade. Ruhe bei der Rennleitung, also oben ging alles im sauberen Bereich über die Bühne. Wer hat die Nase vorne? Haugas Mäki, der vierfache Weltmeister, ist auf 1 unterwegs. Cesare Strumnik, der letztjährige Vize-Weltmeister, auf 2. Baczynski, die vierte Position, der treibt weit raus an der Wendeboje, verliert so ein klein wenig den Anschluss. Kommt hier die große Attacke, die noch befürchtet wird von Strumnik Richtung dem führenden Rasmus Haugas Mäki. Das ist noch ein großes Fragezeichen, was sich hier aktuell stellt. Haugas Mäki, Strumnik, Billy Allen und Laxis. Und da mal ein ganz, ganz großes Kompliment an die Traben-Trabacher Mannschaft rund um das Team 33, rund um Roland Olschimke. Denn Vitus Laxis, der Weltmeisterschaftselfte des letzten Jahres, aktuell auf der vierten Position. Und der kam ja nur vom Ende des Feldes. Der hat also hier das Herz in beide Hände genommen. Aber vorne geht es um die Entscheidung in der Weltmeisterschaft. Rasmus Haugas Mäki bekommt Druck, der bekommt Feuer. Da liegen die Nerven blank, der kann sich nicht absetzen. Und der Vize-Weltmeister Strumnik bleibt dran. Strumnik muss ihn schlagen. Sonst ist die Entscheidung hier schon für Rasmus Haugas Mäki unter Dach und Fach gebracht. Billy Allen, der Amerikaner, auch weiterhin stark unterwegs. Laxis auf 4, der nächste der Amerikaner, Ackerstorm auf der 5. Und ein Riesenauftritt von Philipp Franz. Und dem gilt einmal unsere ganze Aufmerksamkeit. Dem jungen Freiberger, dem 28-Jährigen, dem Doppelstarter. Der fährt Formel 4, der fährt die OSI-Weltmeisterschaft und fährt aktuell für die Mannschaft von Olschimke, Gläs und Gaspari auf der 6. Position. Ein Riesenaufschlag für den Freiberger. 6. Position für die 34. Und Bernd Olschimke, der Teamchef, fasst sich an den Kopf und sagt sich, wow, was brennt der hier für ein Feuerwerk ab? Rein in die Mosel mit Highspeed hier unterwegs, mit über 100 Stundenkilometer nähert man sich dann auch hier wieder der linken Wendeboje. Und an der Spitze, dort ist es Rasmus Haugas Mäki, der so ein klein wenig dem Feld davonzieht. Wir erleben auch hier live die 33 und das ist die Mannschaft, oh, da gibt es einen ganz, ganz kleinen Abrutscher, wahrscheinlich mit der Hand abgerutscht vom Gashebel. Laxis hat aber wieder Fahrt aufgenommen und da kommt die Verfolgung von Ackerstorm und wir sehen den 6. Philipp Franz und der nähert sich mit Riesenschritten einem Michael Ackerstorm. Der Deutsche setzt den Amerikaner unter Druck, währenddessen auf der Gegengerade, ja, das Ding alles sauber läuft für den insgesamt 7-fachen Titelträger, 3-mal Europameister, 4-mal Weltmeister. Und in den letzten beiden Jahren war er immer der Sieger hier in Traben-Trarbach. In den letzten beiden Jahren, wo wir die Europameisterschaft hier an der Mosel ausgefahren haben. Rasmus Haugas Mäki, 2 Laps, 2 Runden stehen hier noch auf der Anzeige. Und Strumnik, der sagt sich, schon wieder der 2. Platz in der Meisterschaft. Der würde sich auch am liebsten irgendwo nachher im Boot so ein bisschen eingraben. Denn der kam mit der klaren Vorgabe hier an die sonnige Mosel. Ich werde 2017 Weltmeister. Ich schlage Haugas Mäki. Aber da hat er wohl nur so ein bisschen Hirngespinste gehabt. Denn ein Haugas Mäki lässt sich so einfach hier nicht vom Platz 1 verjagen. Ja, Miroslav Baczynski, der ist für mich so ein bisschen unterwert unterwegs. Der 3. des gestrigen 2. Durchganges fährt aktuell nur auf der 8. Position und vorne an der Spitze. Er nähert sich seinem 5. Weltmeisterschaftstitel. Noch erheben wir uns nicht. Noch hat man die Sektflasche im Kühlschrank stehen. Noch ist das Zellophanpapier nicht entfernt und auch schon gar nicht das Draht geflecht. Letzte Runde, 1200 Meter. Und er schüttelt dort hinter den Kopf. Cesare Strumnik, der hat mitgerechnet. Und da brauchst du keinen Rechenschieber und
traut es gar keinen spitzen Bleistift zu. Das Ding läuft hier zugunsten von Rasmus Haugasmäki. Was machen die deutschen Teilnehmer? Was macht der Fahrer, der für ein deutsches Team unterwegs ist? Laxi ist die 33, fünfte Position. Philipp Franz ist auf der sechsten Position unterwegs. Und er nähert sich jetzt hier Laxis. Ein Riesenaufschlag der Traben-Trabacher Mannschaften. Mit der 33 Laxis, mit der 34 Philipp Franz. Das ist ein Aufschlag vom Allerfeinsten. Da muss jeder der Firmen hier in Traben-Trabach sagen, wir müssen doch diese beiden Teams auch für die Europameisterschaft unterstützen. Das schwarz-weiß-gerierte Tuch ist draußen. Die Sektkorken werden geöffnet. Herzlichen Glückwunsch, Weltmeister 2017, Rasmus Haugasmäki. Und wir haben heute Nachmittag noch einen Lauf auf dem Programm stehen. Aber es werden von den vier durchgeführten Wertungsläufen nur die besten drei gewertet. Und er hat Maximalpunktzahl. Er siegt im ersten, im zweiten und im dritten Durchgang. Rasmus Haugasmäki, der wird sich freuen, der Estländer. Fünfter Titel. Und wir haben auf zwei Strumnik, auf drei Billy Allen, auf vier Michael Ackerstorm. Und Glückwunsch Laxis vom Team 33 von Roland Olschimke auf fünf. Und Philipp Franz von der Team, vom Team Olschimke, Kaspari und Klaes auf dem sechsten Platz. Mein lieber Herr Franz, eine souveräne Leistung wurde hier abgeliefert. Man muss sich vorstellen, der Junge, der schon zweimal deutscher OSI-Meister war, pausierte lange Jahre, stieg ein in die Formel 4 in diesem Jahr und fährt hier einen Gaststart für eine Traben-Trabacher Mannschaft und fährt im dritten Umlauf auf Platz 6. Der wird sich hier am Ende des Tages wahrscheinlich unter den Top 6 auch in der Weltmeisterschaft positionieren. Ein Riesending, aber wir verneigen uns vor der Leistung von Rasmus Haugasmäki. Da gibt es keine Diskussionen. Der Junge ist 24 Jahre erst alt, hat hier und heute seinen fünften Weltmeisterschaftstitel eingefahren, seinen dritten Europameisterschaftstitel im letzten Jahr schon unter Dach und Fach gebracht. Und er gilt auch für die diesjährige Europameisterschaft wieder als der absolute Topfavorit. 3 Jahre in Folge hat er die Veranstaltung hier in Traben-Trarbach an der Mosel für sich entscheiden können. Rasmus Haugasmäki, herzlichen Glückwunsch. Sechs Runden stehen auf dem Programm. Folgende Ausgangssituation ergibt sich momentan. Der alte und neue Weltmeister Rasmus Haugasmäki verzichtet auf den vierten Wertungslauf. Er hat sein Boot in den Parc Fermé eingebracht. Das ist so Usus, wenn man schon einmal durch ist. Ebenfalls durch ist der Vizeweltmeister, der im letzten Jahr Zweiter und auch in diesem Jahr den zweiten Platz in der Meisterschaft einfahren konnte, in der Weltmeisterschaft, steht mit seinem Boot im Parc Fermé, hat gesagt, wir treten auch nicht mehr an, denn der zweite Platz ist unter Dach und Fach, eine Verbesserung nicht mehr möglich. Und das ist eben Cesare Strumnik. Wir schauen dann auf das spannende Duell um die dritte Position in der Weltmeisterschaft. Das ist noch nicht entschieden. Die Entscheidung wird ausgefahren, definitiv. 2 Minuten sind es noch bis zum Start zwischen der Startnummer 2, Miroslav Basinski, und zwischen der Startnummer 16, das ist Billy Allen aus Massachusetts, der schon zweimal Dritter in der Weltmeisterschaft wurde. Ein Miroslav Basinski war schon im Jahr 2009 Weltmeister. Sollte ein Miroslav Basinski diesen Wertungslauf gewinnen, muss Billy Allen Zweiter werden, um dann letztendlich den Platz in der WM auf dem dritten
oder den dritten Platz in der Weltmeisterschaft einzufahren. Das ist die Ausgangssituation. Das Rennen zwischen der 16 und der Startnummer 2, da geht es um den dritten Platz in der Weltmeisterschaft. Und wie steht man am Startsteg? Billy Allen hat eingenommen die beste Startposition. Der Startnummer 16, dort neben dann sein Landsmann aus Amerika, aus Massachusetts, Michael Åkerström, der natürlich so vielleicht ein bisschen das Zünglein an der Waage spielen wird. Daneben ist es Vistus Laxis, der im Boot mit der 33 antritt für die Mannschaft der Olschimke-Truppe, und zwar in diesem Fall von Roland Olschimke. Wir haben daneben stehen die Mannschaft von Bernd Olschimke mit Philipp Franz, der ein Granatenrennen abgeliefert hat, nicht nur in der Formel 4, sondern auch hier in der OSI 400er Klasse. Der Freiberger, 28 Jahre, ist der Jung, geht also hier von Startplatz 4 ins Rennen. Und dann kommt erst Miroslav Basinski, und der wird sein Rennen ausrichten müssen auf Billy Allen, der auf der besten Position steht. Und Billy Allen wird natürlich sofort versuchen, sein Heil in der Flucht zu suchen. Weg vom Feld, Ruhe zu haben. 6 Runden a 1200 Meter stehen auf dem Programm. Ganz spannende Startaufstellung. Allen, Åkerström, die beiden US-Amerikaner aus Lettland. Laxis aus Deutschland, Franz, ungarische Lizenz. Basinski, Wayne Moore, der Brite, dann Dick Forst, der Schwede. So hat man Aufstellung genommen und die Konzentrationsphase auch für die Helfer. Start ist in diesem Moment freigegeben und es geht im Duell zwischen einem Billy Allen und Miroslav Kasinski um die dritte Position in der diesjährigen Weltmeisterschaft. Und wer schießt in Front in diesem Feld? Das ist schlicht und ergreifend Vistus Laxis, der ja im vergangenen Jahr schon in der Weltmeisterschaft Elfter wurde, der engagiert worden ist von Roland Olschimkes Mannschaft, und er startet fulminant hinein in diesen Wertungslauf, hat sofort das Zepter übernommen in der Anfahrt zur rechten, zur ersten Umfahrung der Wendeboje. Dann kommt man in Kürze auf die Gegengerade und Miroslav Basinski, der muss sich sputen. Den habe ich eben hier im Startvorgang gar nicht erkennen können, ist irgendwo in der Gischt untergetaucht und ist jetzt auf der zweiten Position unterwegs. Vorne ist es Billy Allen. Der große Showdown hat begonnen. Es geht um den dritten Platz in der diesjährigen Weltmeisterschaft. Billy Allen, der Amerikaner, versucht wegzukommen vom Feld. Und einer hat Probleme. Dessen Boot nimmt kaum Fahrt auf, nimmt jetzt wieder Gas auf. Und das ist im Mittelfeld liegen. Das ist, glaube ich, sogar die Startnummer 34 gewesen. Dann ist jetzt hier, nein, der 40er, der hatte hier Probleme. Und auch die 34, und das ist ein Philipp Franz. Der kam gar nicht um die linke Wendeboje herum, hat viel, viel an Boden verloren. Und ich glaube, da gibt es irgendwo ein paar kleinere Probleme. Und man sieht auch hier in dieser Mannschaft rund um einen Philipp Franz, dass man so ein bisschen enttäuscht aktuell ist, sieht man einen Bernd Olschimke am Gesicht an. Aber Philipp Franz, ein Kämpfer, aber vorne an der Spitze, das wird ein ganz heißes Duell werden. Billy Allen, der wird mitgerechnet haben. Und ich sprach ja eben, sollte Basinski gewinnen, dann muss Billy Allen Zweiter werden. Und da läuft aktuell alles für ihn. Er hat die Spitze eingenommen, könnte sogar einen Miroslav Basinski vorbeilassen. Aber das wird dieser Billy Allen nie und nimmer freiwillig tun. Und zwei verschiedene Bootskonzepte sind hier unterwegs. Einmal vorne der Dreipunkter, wo du drin kniest, wo du das Lenkrad etwas höher hast. Und dahinter der Poprider, der ganz flache Bootskörper, wo man drin liegt, auf dem Brustbereich die Schläge in Empfang nimmt und mit der einen Hand am Lenkrad dreht, mit der anderen den Gashebel zieht. Und mit der 34 ist es eben ein Philipp Franz, der sich gerade eingegraben hat an der linken Wendeboje, nimmt jetzt erst wieder Fahrt auf, schaut mal rüber zu seinem Teamchef, der so etwas kopfschüttelnd und resignierend dort steht, muss er gar nicht. Und vorne an der Spitze das Duell um die dritte Position in der WM. Allen, der Mann aus Massachusetts mit der Startnummer 16, führt das Feld noch an. Der WM-Dritte von 2010 und 2012 und wird gejagt vom Weltmeister des Jahres 2009. Und das ist der 39-jährige Miroslav Basinski. Der Ungar hat einen Rückstand von nur 18 Sekunden. In der dritten Position dürfen wir nicht außer Acht lassen James Marr. Der müsste vorbei an den beiden, um vorne noch einmal für Durcheinander in der Weltmeisterschaft zu sorgen. Also es ist momentan so, dass ein Billy Allen aus Westford, aus Massachusetts, der 55-jährige Amerikaner,
dem dritten Platz in der WM entgegenfährt. Ich sagte ja schon, Haugasmäki und Stromnik, die haben schon Platz 1 und Platz 2 in der Weltmeisterschaft sicher. Und gegen gerade, dort ist noch einmal das Duell angesagt. Billy Allen, Miroslav Basinski. Und wir haben die gelbe Flagge und das bedeutet wahrscheinlich, dass ein Philipp Franz an der Seite des Rennkurses treibt, ziemlich antriebslos momentan unterwegs ist. Philipp Franz, einer ärgert sich und das ist eben Philipp Franz, dessen Boot in Mitte des Rennkurses steht. Aber hier läuft alles weiter, Rennen im vollen Gange. Die vorletzte Runde ist aktuell angesagt in diesem Wertungslauf Nummer 4 der Klasse OSI 400. Ein Granatenaufschlag, der gefahren wird von Miroslav Basinski. Der Ungar bleibt dran an Billy Allen, möchte natürlich dort vorbeiziehen, um Druck auf ihn auszuüben, vielleicht ihn in einen Fehler hineintreiben. Aber selbst der zweite Platz würde im Falle eines Sieges von Miroslav Basinski einem Billy Allen reichen. Aus Massachusetts angereist. Im Laufe dieser Woche kam er mit einem neunköpfigen Team hier nach Traben-Trarbach, um den dritten Platz in der Weltmeisterschaft sein eigen nennen zu dürfen. Der Dreipunkter, der ist in führender Position. Man sieht, der kniet im Boot drin, neigt sich dann an der Wendeboje weit, weit links heraus, währenddessen der Popreiter Bootskörper dort hinter von Miroslav Basinski im liegenden Zustand von ihm pilotiert wird, bleibt mit mehr Drehzahl auf der weiten, weiten Außenlinie Richtung Uferböschung voll am Gas und hat es aber nicht verstanden, hier eingangs der letzten Runde den Weg an Billy Allen vorbei zu finden. Wir dürfen schon einmal ganz langsam blicken rüber Richtung der Gegengerade. Dort sehen wir dann den dritten und vermeintlich vierten der diesjährigen Weltmeisterschaft. Denn an der Spitze mit Haugasmäki und Stromnik ist ja schon alles entschieden. Und man kommt hier mit Highspeed über die Gegengerade. Billy Allen aus Massachusetts, aus Amerika. Der fährt hier zum dritten Mal den dritten Platz in einer Weltmeisterschaft nach Hause. Einmal noch das Boot um die letzte Boje herum buxieren. Funktioniert. Jetzt Fahrt aufnehmen. Dort hinter direkt ist es die zwei. Und auch ihm sagen wir herzlichen Glückwunsch, Miroslav Basinski. Der bringt das Rennen hier auf der zweiten Position nach Hause und wird somit Viertplatzierter der diesjährigen Weltmeisterschaft. Und James Marr, der Brite, auf Platz 3, kommt ja ins Ziel vor Gregor Stepniak, der aktuell hier auf der vierten Position das Ziel sieht. Und liebe Freunde, liebe Zuschauer, wir müssen auch einmal rüberschauen auf Rennmitte. Dort steht ein Philipp Franz mit der Startnummer 34, ausgefallen in diesem Wertungslauf. Er steht im Boot und applaudiert seinen Konkurrenten zu. Leute, das ist absolutes Fairplay, was ein Philipp Franz hier macht. Und mein lieber Philipp, ich sage mal ganz, ganz herzlich Dankeschön dafür, für diese wahnsinnig tolle und faire Geste des Mannes aus Freiberg, den wir heute noch einmal in der Formel 4-Klasse erleben dürfen. Herzlichen Glückwunsch an Mike Ackers, an Billy Allen, der das Rennen auf 1 beendet und damit Dritter in der WM wird. Herzlichen Glückwunsch an Miroslav Basinski mit der Startnummer 2, der den vierten Platz in der Meisterschaft in diesem Jahr sein eigen nennen darf. Er war schon einmal Weltmeisterschaftsvierter im Jahr 2011. Der Brite Marr auf 3, Stepniak auf der 4., Wayne Morse auf der 5. Und dann aus Amerika, ebenfalls aus Massachusetts, Michael Ackerstrom, herzlichen Glückwunsch zum 6. Platz. Laxis auf der 7., Dick Voss der 8., Philipp Franz wird noch auf 9 registriert, wird aber dann in Kürze hier natürlich vom Zeitmonitor entfernt, denn er hat das Schwarz-Weiß-Gerätetuch nicht gesehen. Das war das Rennen, ein Rennen der Spitzenklasse aus Sicht der OSI 400er. Vielen Dank an alle internationalen Teilnehmer, die hier in diesem Jahr angetreten sind in der Weltmeisterschaft OSI 400. Spannender Wertungslauf. Die Sache ist entschieden. Heute Abend dann die wohlverdiente Siegerehrung.
Es war nicht ein Weltmeisterschaft, sondern es war der Weltmeisterschaftslauf. In den letzten beiden Jahren wurde hier die Europameisterschaft entschieden mit Rasmus Haugasmäki als Europameister. In diesem Jahr ging es um die Weltmeisterschaft. Wir dürfen nach vorne bitten, sofern er noch hier bei uns ist, auf dem 12. Platz Jörg Kleinert. Ja, der ist leider nicht mehr bei uns, aber auf dem 11. Platz aus Schweden, Lars Dickfors. Ja, Jörg Leiner doch noch da, hat sich den Weg durch die Masse gebahnt. Jörg, 12. Platz beim ersten Auftritt in der OSI 400er Klasse. Lars Dickfors, der 11. Platzierte. Congratulations, herzlichen Glückwunsch. Lars Dickfors, 11. Gesamtposition, 10. Gesamtplatz geht an einen Mann, den wir eben schon gratulieren durften in der Klasse der Formel 4 Boote. Philipp Franz aus Deutschland. Er ging für ein Team hier aus Traben-Trarbach an den Start. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Franz. Und der 9-Platzierte, auch ihn dürfen wir herzlich gratulieren. Auch er ging für ein Team aus Traben-Trarbach an den Start. Vistus Laxis. Vistus Laxis aus Lettland. Unsere Glückwünsche. 9. Platz bei der OSI 400 Weltmeisterschaft in Traben-Trarbach. Der 8. Gesamtplatz nach der Addition der besten 3 Wertungsläufe, 4 wurden gefahren, geht nach Großbritannien an Wyn Morse. Ja. 8. Platz Großbritannien, Wyn Morse, herzlichen Glückwunsch. Für ihn sah es nach dem ersten Durchgang gar nicht so gut aus, hatte dort eine Null-Punkte-Runde eingefahren. Und der Nächste, den wir aufrufen dürfen, kommt ebenfalls aus Großbritannien. Herzlichen Glückwunsch an den 7-Platzierten, James Marr. Wir nähern uns den Top 6, währenddessen James Marr, der 7., die Gratulation in Empfang nehmen darf. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an den 8-Platzierten. Er kommt aus Amerika. Herzlichen Glückwunsch, Michael Ackerstrom. Wochenlang war das Boot auf dem Atlantik unterwegs, kam in den Hamburger Hafen. Die Truppe 9-köpfig kam erst im Laufe dieser Woche hier nach Traben-Trarbach. Herzlichen Glückwunsch, Michael Ackerstrom, zum 6. Platz. Auf dem 5. Platz, der geht nach Polen, an Gregor Stepniak. Gregor Stepniak, herzlichen Glückwunsch. 5. Platz für den jungen Mann aus Polen. Die Weltmeisterschaft in Traben-Trarbach, 5. Position. So dürfen wir aufrufen jetzt Platz 4. Und das war eine ganz, ganz enge Entscheidung im 4. und letzten Durchgang. Der 4. Platz geht an einen Mann, der mit ungarischer Lizenz unterwegs ist. Miroslav Baczynski. Er war schon einmal Weltmeister, ist allerdings auch gefühlte 10 Jahre her. Miroslav Baczynski, herzlichen Glückwunsch. Und langsam aber sicher, nach der Gratulation der Konkurrenz, kommen wir auch zu den besten 3. Und der 3. Platzierte, der darf sich heute freuen über seinen dritten Platz in der Weltmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch, die Bronzemedaille nach Amerika, Billy Allen. Und während der 3. Platzierte hier oben Platz nehmen, dürfen wir aufrufen, Phil Stacy. Phil Stacy wird nämlich die UIM-Medaillen übergeben. Das ist der offizielle Beobachter der internationalen Behörde des Motorboot-Rennsports. Phil Stacy hat das Ganze hier beobachtet und übergibt jetzt die Bronze-Medaille, die Bronze-Medal an Billy Allen aus Amerika. Billy Allen, herzlichen Glückwunsch. Phil Stacy hat die Medaillen übergeben für den 3. Platzierten. Und wir kommen zum Vize-Weltmeister. Zum 3. Mal in Folge Vize-Weltmeister der Klasse OSI 400. Aus Polen, Cezary Strumnik.
Und auch hier wird natürlich Phil Stacey, der UIM-Kommissar, nachdem Cesare Strumnik die Konkurrenz gratuliert hat, die Silbermedaille übergeben. Cesare Strumnik begann mit einem dritten Platz und wurde dann auch in den nachfolgenden Wertungsläufen immer auf dieser Position notiert. Herzlichen Glückwunsch dem alten und neuen Vize-Weltmeister Cesare Strumnik. Ja, meine Damen und Herren, und einer fehlt uns natürlich hier oben noch bei der Siegerehrung. Und der Mann hat Geschichte geschrieben, mein lieber Organisator Roland Olschimke und Ingo Kaspari. Denn den Mann, den wir jetzt aufrufen dürfen, der konnte auch in den letzten beiden Jahren hier das Rennen in Traben-Trarbach für sich entscheiden. Und er hat Titel um Titel eingefahren. Er ist bis dato dreimal Europameister und darf sich heute über seinen fünften Titel freuen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch aus Estland, dem alten und neuen Weltmeister Rasmus Haugasmäki. Rasmus Haugasmäki, hier wird in aller Ruhe gratuliert. Wir haben ausreichend Zeit dafür mitgebracht, denn diese Siegerehrung natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Seine 11 Konkurrenten gratulieren ihm herzlich und sie wissen genau, dieser Mann ist scheinbar unschlagbar. Dreimal Europameister und die diesjährige Europameisterschaft steht ja noch auf dem Programm und es ist der damit fünffache Weltmeister. Und hier wird übergeben natürlich die Goldmedaille, die Gold Medal an den neuen und alten Weltmeister Rasmus Haugasmäki. Und er bekommt auch den ganz, ganz großen Pott aus den Händen des Rennleiters überreicht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun ist der Moment gekommen. Und zu Ehren des neuen Weltmeisters erklingt die Nationalhymne Estlands. Nationalhymne, der Beifall für den alten und neuen Weltmeister aus Estland, Rasmus Haugasmäki. Und mit diesem wunderschönen Schlussbild geht auch eine Veranstaltung zu Ende, die geprägt war von spannenden Kämpfen, von strahlendem Sonnenschein.